Also wir haben jetzt das Rätsels Lösung. Ja. Und zwar, ich habe diese Überraschung von meinem Papa bekommen. Ja. Ja, jetzt habe ich natürlich ein bisschen herumgetan und gewerkelt und mit meinem Bruder mich da irgendwie ein bisschen, ja. Und bin eben unter anderem drauf gekommen, dass ich, wenn ich zum Beispiel, ich habe da jetzt dabei, ich mache das jetzt so mit der Hand, bei Google zum Beispiel eingebe Snoopy, dann habe ich mir das da eben ausgesucht und haben wir das einmal gespeichert. Ich tue mir das in Paint speichern da. So. Und habe den guten Jungen da jetzt einmal auf dem Bildschirm. Dann habe ich mir vom Action, wisst ihr, mit den drei Farben, habe ich meinen Drucker da unten stehen. Das tue ich jetzt einmal da hinein. So, naja, sicher, warte ein bisschen. Genau, also mit dem Papier vom Action, mit den drei Farben, habe ich das jetzt in den Drucker reingegeben und gehe jetzt einmal auf Steuerung Print am Computer oben und okay. Und dann wieder gleich was knuckern da. Hup, hup, hup. Ja, das ist ein Epson. Ein sehr cooler Drucker. So, und jetzt haben wir das natürlich da mal ausgedruckt. Genau. So. Jetzt gehe ich her und nehme da meine ganz kleine, dezente Schneid- und ja, also Matte. Die hat da immer so eine Folie oben. Genau. So, also jetzt die Folie weg. Dann habe ich da mein ausgedrucktes Bild. Das tue ich jetzt einfach einmal da so her. Es gibt dann auch noch eine stark klebende Matte und was weiß ich, was alles halt. Also, ja, da gibt es dann noch was weiß ich, wie viel Zubehör. Auf jeden Fall wäre diese Matte da jetzt da. Mit einer Hand ist das immer ein bisschen schwer. Also, der Patrick ist schon eingeschalten. Da kannst du die Matten gar nicht falsch reinlegen, weil die hat nämlich da links und rechts so Schienen. Also ihr seht, das funktioniert da ganz gut. So, jetzt muss ich nur schauen, dass das alles da ordentlich ist. Und jetzt sage ich ihm, er soll, warte mal, mein Stifterle, er soll jetzt da das Ganze einmal scannen, genau. Dann gibt er mir zur Auswahl, also Direktschnitt oder Scan zu Schnittdaten oder so irgendwas. Das heißt, wenn ich das jetzt drucke, dann tut das nur einscannen. Scan auf USB, das habe ich da kein USB, also egal. Also ich gehe dann halt einmal auf Direktschnitt. Dann kannst du da zum Beispiel Erkennungsmodus, kann man noch verstellen, entweder schwarz-weiß. Oder Farbe, ich habe da Farbe, okay. Und jetzt werden wir einmal die Mappe einziehen lassen. Das heißt, in dem so, jetzt hat er es eingezogen. Dann schreibt er da wieder irgendwas, genau. Und wir drücken jetzt einmal auf Start und Stopp, weil er schreibt es ja. Also er schreibt immer alles, was er will. So, Matte einsetzen, das haben wir eh schon gemacht. Okay. Nein, jetzt da. Ja, wir haben die Matte doch. Ja, so. Und jetzt leuchtet da das auf. Und dann schauen wir noch einmal. Man kann es jetzt, weil es ja eine leicht klebende Matte ist, also die war da dabei, könnte ich es jetzt nun mit dem Washi-Tape antun. Das tue ich aber nicht, weil ich bin ja die Schwester. Und drücke jetzt da mal drauf. So. Jetzt zieht er sich das ein. Ja, das durchscannen. So. Da braucht man eigentlich gar nicht viel machen. Schwupp, genau. Dann tut er da mal ein bisschen denken. So, jetzt muss ich noch ein bisschen hinrücken. Und zwar kann man da das ein bisschen eingrenzen. Und das mache ich da mit dem Stifter. Indem ich das da so, also nicht auf Schnauze, ja, mit einer Hand ist das immer ein wenig so. So, also das kann ich da links, rechts, oben, unten,
und so weiter, kann ich das jetzt da. Ja. Na, war zum Öhrchen, aber wir haben ein bisschen was weg. Genau. Also er schreibt mir, rahmen Sie das Bild ein. Das habe ich gemacht. Okay. So, jetzt denkt er wieder ein Zeitl. Was er da tut, weiß ich nicht, aber ja, auf jeden Fall macht er da einiges. Ja. Ich weiß jetzt nicht. Also das kommt dann auch immer dann drauf an, ob er ein großes Motiv hat oder ein kleines Motiv. Also er hat es dann schon. Dann könnte ich ihm da noch hergeben, Minus von der Farbe, aber das ist jetzt nicht so Ding. Dann habe ich einmal ausprobiert, Objektgröße ignorieren. Da kann ich dann noch Millimeter, also was ein Hund herum abschneiden soll. Das will ich jetzt da aber auf 2 oder machen wir 2 mm. Also er schneidet den Snoopy da jetzt da von dem Rand 2 mm aus. So, ich hoffe, dass er das auch tut jetzt da. Okay. Ja, und jetzt machen wir okay. Und dann können wir ihm da noch geben, das. Das sieht man dann. Da können wir auch noch formen oder so, aber das brauchen wir nicht. Wir machen das jetzt da. Und da zeigt er uns nur einmal den Umrissabstand. Und da haben wir ja gesagt, wollen wir 2 mm haben. So, also, nein, da. Er zeichnet das jetzt da rundherum an. Ja. Und dann machen wir okay. Ah, dann tun wir die Matte einziehen. Ja, okay. Ja, naja, bitte. Also wir wollen sie einziehen und nicht, wir haben sie schon eingezogen. Ja, die sind also ein bisschen. Ja. So, laden. So, und jetzt dann machen wir okay. Und jetzt wollen wir schneiden. Da tut er dann auch wieder denken. Und wenn er da hat, warte mal zeichnen. Ja, das muss da ein bisschen lila unterlegt sein. Und dann macht er rum. Ja, ihr werdet wahrscheinlich alle wissen, wie ein Plotter funktioniert, aber dann hat er das beendet. Ich kann auch meinen Fingernagel drauf drücken. Und jetzt will ich dann noch einmal die Matte. Ja, da schreibt er mir dann noch einmal aufpassen, dass ich das verschieben kann und so weiter. Ja, das ist alles okay. Okay, dann gibt er mir das raus. Dann holen wir sich das. So, schwupp. Dann haben wir ja unser Schaufel, unser Süßes, was wir eigentlich nicht brauchen. So, und dann holen wir uns. Ja, mit einer Hand ist das immer so ein Gefrett, gell? Auf jeden Fall holen wir uns dann den Snoopy raus. Ah, Schatz. Wir haben jetzt das Snoopy. Das ist süß. Ja, und auf jeden Fall kann ich da natürlich jetzt da, ja, mir sämtliche Bilder irgendwie raussuchen. Das tue ich dann beim Ding einscannen. Ja, und durchschneiden und freue mich einfach. Ja. Das war das große Geheimnis. Also mein Papa hat mir dieses Geschenk gemacht, weil er der Meinung war, ich habe noch keinen Plotter. Sag ich, ich habe sogar einen ganz einen kleinen. Ja, da oben steht er. Meine Greek Hot Joy, meine Pamela. Und da hinten in dem Kasten, jetzt sehe ich eh schon bald die Rundtour, da drinnen steht noch meine Silhouette. Genau, die habe ich aber auch noch nie ausprobiert. Ja. Ja, also das wollte ich euch noch erzählen. Ich habe natürlich mega, mega Freude und ja. Und jetzt wisst ihr, ja, dass mein Papa ein Lieber ist und mir einfach so ein schönes Überraschungsgeschenk gemacht hat. Genau. Tja, da wollen wir nochmal einen Snoopy einblenden.
Das ist halt jetzt da in dem Fall ist das jetzt der Huxi Snoopy, der Hux Snoopy. Und ich schicke euch ein dickes Puzzle, weil ich muss jetzt weiter. Ich muss da einfach alles Mögliche ausschnippeln und schneiden und so weiter. Gut. Pfiat euch, Baba.